Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial aus der Serie der Einbaututorials. Wir werden hier ein GPS-Auge in OneV2 verbauen in Verbindung mit einer Inputbox. Zusätzlich werden wir das RS232-Protokoll des Schmidt-Winterdienstaufbaus abgreifen. Das Fahrzeug ist ein Unimog von Mercedes-Benz. Eine kurze Information vorab. Es handelt sich hierbei um einen manuellen Einbau. Das heißt, hier wird ein Mainplug-Kabel verwendet, welches sich für jeden Mischfuhrpark, ob Taxi, Streuer, Räumfahrzeuge, Baumaschinen, LKWs, Kräne und weitere Fahrzeugtypen eignet. An dieser Stelle der Hinweis, dass fertige Einbausätze für verschiedene Fahrzeugarten verfügbar sind, auch in Verbindung mit Aufbauherstellern. In der hier gezeigten Dokumentation wird ein normales Mainplug-Kabel verwendet für die freie Kontaktierung. Im ersten Step werden wir uns Dauer, Plus und Masse am Fahrzeug suchen. Das ist Klemme 30 und 31. Im Fahrzeug Unimog befindet sich der Sicherungskasten bzw. der Abgriff für die Spannungsversorgung hinter der Fahrer- bzw. Beifahrersitz. Das lösen wir die Abdeckung hier oben. Die halt einfach um. Sobald wir die Abdeckung gelöst haben, sehen wir den Sicherungskasten. Des Weiteren müssen wir diese Abdeckung hier noch lösen. Zwei Schraubklemmen festgemacht. Plus und Masse sind rechts neben dem Sicherungskasten am Fuß zu finden. Zum besseren Verständnis haben wir das Video mit 3D-Animationen versehen. Bitte beachten Sie dabei, dass die Größe und Lage der Komponenten nicht der Realität entsprechen. Am Mainplug-Kabel kontaktieren wir das Kabel mit dem Fähnchen 1, das ist Plus, und das Kabel mit dem Fähnchen 2, das ist Masse. Das Kent Crocodile können wir hier an dem Motorkern anschließen. Blau-Gelb, in dem Fall ist Blau Ken High und Gelb Ken Low. Das Kent Crocodile hat eine automatische Klick- bzw. einen hörbaren Klickton, wenn es korrekt geschlossen ist. Um uns zu 100% abzusichern, setzen wir noch einen Kabelbinder außenrum. Das Ken Crocodile wird ebenso am Kabelbaum kontaktiert. Hier benötigen wir auch Plus und Masse. Orange ist Plus und Braun ist Masse. Sowie Ken Low und Ken High. Ken High ist die blaue Leitung mit dem Fähnchen 17 und Ken Low ist die weiße Leitung mit Fähnchen 18. Die Verkabelung wird hier unter der entsprechenden Armaturverkleidung getätigt. Infolgedessen müssen die Schrauben gelöst werden. Schrauben hinten. Des Weiteren lösen wir hier vorne dann zwei Schrauben. Wir im Anschluss das Kabel, den Kabelbaum hier unten durchfädeln. In dem Unimog haben wir die Möglichkeit, den seriellen Abgriff des AIB Schmidt Datenprotokoll zu tätigen. Hier finden wir die Anschlussmöglichkeit. Hier wird das Y-Kabel genutzt. Das heißt, wir kontaktieren hier einmal den eigentlichen Stecker für das Bedienelement. Stattdessen wird das Bedienelement nun hier drauf angeschlossen und das Kabel mit RXTX und der Masse wird zu unserer Verkabelung weitergeführt. Das Y-Kabel für den RS232-Abgriff legen wir genauso wie alle anderen Komponenten zentral in die Mittelkonsole, um dort zu kontaktieren. Im ersten Step brauchen wir Masse, welche wir uns direkt vom Kabelbaum gezogen haben. Anschließend verbinden wir das Kabel mit dem Fähnchen 10 mit dem gelben Kabel, das ist AUXCOM RX. Und das Fähnchen 11 verbinden wir mit dem grünen Kabel, das ist AUXCOM TX. Wie schon erwähnt, legen wir alle Kabel in einen zentralen Punkt in der Mittelkonsole, wo wir dort kontaktieren werden. Der Hauptkabelbaum des GPS-Auge in OneV2 wird ebenso in die Mittelkonsole gelegt. Dafür haben wir mit einem Stufenbohrer im vorderen Bereich der Mittelkonsole ein Loch gebohrt. In diesem Fall haben wir das Loch etwas größer vorgesehen, da hier noch die Antennen durchgezogen werden. Der letzte Step ist ein Näherungssensor am Flug.
welcher mit einer Inputbox verbunden wird. Es ist wichtig, im Vorfeld zu klären, ob der Näherungssensor oben angebracht wird oder unten angebracht wird. Je nachdem ist es zu entscheiden, ob man einen Schließer oder einen Öffner montiert. In dem Fall ist es zu empfehlen, einen Öffner zu montieren. Das heißt, das Räumschild fährt nach unten, der Kontakt geht vom Näherungssensor weg und der Öffner schaltet. Das heißt, das Räumschild ist unten und wir erhalten Kontakt, beziehungsweise wir erhalten auf der Inputbox ein Signal und das wird mit 8 Bit entsprechend deklariert. Fahrzeugseitig befindet sich eine 13-polige Buchse, die aber eventuell noch belegt werden muss. Am Näherungssensor haben wir einen 13-poligen Stecker angeschlossen als Gegenstück. Wir benötigen hier einmal Plus, einmal Masse und eine Leitung für das Signal. Das Signalkabel legen wir dann an der Inputbox auf Signal 1 und die Masse der Inputbox wird mit der Fahrzeugmasse verbunden. Signal 1 Plus kommt von unserem Sensor, der vorne am Schneepflug befestigt ist. Die Masse von diesem Signal wird auf Fahrzeugmasse geklemmt und dann haben wir auch Fahrzeugmasse, gegen die das Signal geht. Nun werden wir das vieradrige Kabel der Inputbox mit unserem Mainplug-Kabel verbinden. Das Kabel mit dem Fähnchen 4 verbinden wir mit dem gelben Kabel der Inputbox, das ist der Digitaleingang 1. Im nächsten Step verbinden wir das rote Kabel mit dem schwarz-weißen Kabel und dem Fähnchen 3, das ist Spannungsversorgung 3,8 Volt. Ebenso haben wir den zweiten Digitaleingang angeschlossen. Dieser wird momentan nicht benutzt und ist optional. Das blaue Kabel wird an die Masse angeschlossen. Wir haben uns hier an dem Kabelbaum des InMontfort 2 bedient. Im abschließenden Step werden jetzt die Antennenkabel installiert. Die Antennenkabel werden durch die Mittelkonsole gezogen und anschließend durch den Sicherungskasten und dann durch die B-Säule aufs Dach gezogen. Hierzu musste ein Garderobenhalter entfernt werden und ein Clip. Anschließend kann man mit Hilfe eines Kunststoffhebels die Verkleidung vorsichtig zur Seite drücken und dahinter das Kabel installieren. Es handelt sich hierbei um eine Haifischantenne, die sowohl GPS- als auch GSM-Signale verarbeiten kann. Anschließend wird die Kontaktierung noch einmal zusammengefasst. Einbau in einen Unimog von Mercedes-Benz. CAN-Daten werden hier abgegriffen mit einem CAN-Gogo, wobei blau CAN High ist und gelb CAN Low. Die Stromversorgung bekommen wir einmal Dauer Plus von diesem Sternpunkt. Die Masse nehmen wir uns von dem Sternpunkt darüber. Die Antenne befindet sich hier auf dem Dach. Das Kabel geht an der B-Säule entlang nach unten, hinter dieser Verkleidung vor zu unserem Gerät. Hier finden wir unseren Kabelbaum und alle benötigten Kabel inklusive der Inputbox. Die Inputbox ist dafür da, um festzustellen, ob das Räumschild unten oder oben ist. Wenn das Räumschild unten ist, bekommen wir ein Signal und die LED würde leuchten. Aktuell können wir es leider nicht testen, da kein Räumschild an dem Fahrzeug angeschlossen ist. Mit unserem Kabelbaum kommen wir und unseren Antennenkabeln kommen wir hier vorne raus, führen das Kabel hier hoch zu dem Halter. Die Aufnahme wurde vom Kunden gestellt und ist eine Sonderanfertigung. Wir sind nun am Ende unseres Tutorials angekommen. Wenn Sie noch Fragen zu diesem Video hier haben oder andere Fragen, wenden Sie sich bitte an den GPS over IP Customer Support. Ich für meinen Teil darf mich nun verabschieden und freue mich aufs nächste Mal.